Der Markt scheint sich ein bisschen zu berappeln, denn das, was wir aktuell sehen, ist zumindest mal in Amerika ja durchaus aufwärts orientiert, nachdem wir hier den starken Anstieg hatten und die sehr lange Korrektur zugegeben, hier im Trendkanal sehr deutlich, dass das eben nicht wirklich ein Schub nach unten ist. Zwar teilweise gab es mal Schubbewegungen innen drin, aber so viele Kursüberschneidungen, dass man das gar nicht hat gutheißen können für die Abwärtsseite als scharfe Bewegung zumindest mal definitiv nicht zu identifizieren. Aber wir wissen, solange wir noch oberhalb dieser Marke bleiben, bleibt es eher beim letzten Schub Gegenbewegung. Sprich, es dürfte, sollte, müsste eigentlich nochmal irgendwie so in die Schubbewegung gehen. Ich habe sie deutlich flacher eingezeichnet. Das hat auch seinen Grund, denn wir dürfen auf der anderen Seite nicht vergessen, ich hatte das ja schon ein paar Mal erwähnt jetzt, dass wir die Oberseite mit Vorsicht genießen sollten. Da straucheln auch wohl noch der ein oder andere Marktteilnehmer, ob wir diese Marke wirklich noch durchstoßen wollen, sollen, müssen. Wir werden es sehen, tatsächlich. Aber was wir hier jetzt im Stundenchart hier hinten zumindest mal sehen, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen mutet das an, wie dieses klassische Bild. Da sind wir jetzt und ich würde mir durchaus vorstellen können, dass wir entweder jetzt sofort oder vielleicht noch ein kleiner Umweg nach unten, aber dann sowas in der Art bekommen. Und damit sind wir wieder in diesem klassischen fünfwelligen Modus. Aber ich denke, wir müssen nicht lange darüber diskutieren. Das passt nicht zu dieser Größe. Sprich, ich würde das eher als einen ersten Teil ansehen, nachher irgendeine Art der Korrektur und anschließend, dass es dann nochmal weiter nach oben geht. Also eher aktuell das bullische Bild. Nicht verwechseln, das, was wir bisher hier hatten, wenn wir das nochmal so ein bisschen uns vor Augen halten, das waren eher so dreiwellige Geschichten, die wir hier gesehen haben. Auch hier, das sind eher dreiwellige Geschichten immer gewesen. Wenn das jetzt hier diesen Fünfweller macht, dann haben wir eigentlich so dieses klassische Bild. Ah, fünfwellig ist wieder eine starke, eine deutliche Bewegung. Das haben wir im Großen gesehen, wie im Kleinen auch. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Der Markt scheint damit zumindest mal vorläufig die Aufwärtsrichtung wiedergefunden zu haben. Und dementsprechend gehe ich normalerweise davon aus, dass wir dann auch diese Zwischenhochs hier nochmal reißen. Das wäre auf, oder, ja, Zwischenhoch ist es eigentlich nicht, auf dieses Ding das absolute hier hoch reißen. Und wir wissen ja, ein klassischer Trigger dafür sind die Zwischenhochs, also sogar Marken wie diese. Wer jetzt etwas grobkörniger schießt, der hat hier sicherlich einen sinnvollen Einstieg, um hier reinzukommen. In der Erwartungshaltung, dass der Kurs da oben hingeht, Stopp in etwa hier auf diese Höhe und dann sagen, okay, was soll schon groß passieren? Aber kleiner Hinweis am Rande, wenn wir wirklich diesen Fünfweller bekommen, dann würden wir gerade hier long getriggert und sagen, jawohl, da sind wir doch hier durch, das heißt auf der Long-Seite und danach käme erstmal die Korrektur. Das heißt, wer quick and dirty unterwegs sein will, der nimmt natürlich so einen Trigger wie das hier. Wer sagt, oh, da kann ich ein bisschen Feintuning noch betreiben, dann warten wir doch mal, bis der Kurs früher oder später diese Korrektur, das kann ein bisschen höher sein, ein bisschen tiefer, das wissen wir ja jetzt noch nicht. Aber wenn er diese Korrektur dann eben startet, können wir dann unsererseits auf dem dann vorliegenden Zwischenhoch den Long Trigger hier nutzen, um dann eben erst einzusteigen. Vielleicht sogar ein bisschen günstiger, wie ich es hier gezeichnet habe, aber vor allen Dingen dann auch mit einem deutlich engeren Stop. Den müssen wir dann nämlich nicht auf das Tief hier, sondern auf dieses Tief orientieren. Das heißt, die Stop-Werten werden anders. Wer uns hier schon länger verfolgt, der wird damit was anfangen können. Der hat sicherlich eine Idee, worauf ich damit hinaus will. Wer mehr Informationen dieser Art will, entweder als Textform mit einer konkreten Trading-Vorstellung, der ist natürlich herzlich eingeladen, völlig kostenfrei, den Trade des Tages zu abonnieren. Kostet, wie gesagt, nichts, dankt unsere Sponsorings und man hat dann die Möglichkeit, von uns immer einen Trade vorgestellt zu bekommen oder beziehungsweise eigentlich. Und wer Lust hat, der meldet sich auch noch für Trade to Go an und hat die Möglichkeit, dann Nachrichten dieser Art auch immer wieder mal intraday aufs Telefon zu bekommen, aufs Smartphone natürlich dann, sprich per WhatsApp oder Telegram dann die Informationen dann direkt mit den Hinweisen vielleicht, wo vielleicht dann tatsächlich konkret dieser Einstiegspunkt ist, entsprechend da einfach anmelden. So, ich hoffe, dass ich ein bisschen Anregung gegeben habe, aber noch eine, soll ich sagen, Warnmeldung. Heute 16 Uhr, etwas erhöhte Volatilität durch den Verbraucher, durch das Verbrauchervertrauen, was wir hier nochmal bekommen, deutlich höher erwartet, das heißt deutlich, aber zumindest mal höher erwartet. Aber ob das das Event des Tages wird, ist eher offen. Aber 18:30 Uhr haben wir hier
Fed Chief Powell noch auf dem Plan, der nochmal mit seinen Aussagen hier den Markt gegebenenfalls massiv sogar bewegen kann. Das heißt, kurzzeitige Interessierte sollten 18:30 mit einer erhöhten Volatilität, einer starken Bewegung rechnen. Längerfristig Orientierte könnten aber auch hier dann eine Wende vielleicht sogar sehen, denn wir wissen, dass auch hier beispielsweise, nein, hier war das, da oben, die Fed und das Statement den Kurs ja doch hin und wieder ganz deutlich bewegen kann. Also insofern heute Abend da nochmal bewusst aufpassen. In diesem Sinne, an dieser Stelle erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.